Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar habe ich wieder ein bisschen Gold ausgegeben. Und ich würde sagen, da schauen wir mal rein, was da so alles drin ist. Ihr wisst ja, in letzter Zeit kamen die weißen und grauen Teemog-Items mit ins Spiel. Und natürlich habe ich da geguckt, dass ich einiges im Auktionshaus aufkaufe. Und ja, ich habe meine Preisschwelle immer angehoben. Ne? Ich war mal am Anfang, habe ich alles bis 100 Gold gekauft, dann bis 200, dann bis 500, bis 1000. Und jetzt bin ich immer so weiter hochgegangen. Ich glaube, das letzte Mal waren wir bei 5000 stehen geblieben, irgendwie sowas um den Dreh. Und ja, die Schwelle ist ein bisschen angestiegen. Heißt, ich bin jetzt mittlerweile auf 20.000, 30.000 hoch, dass ich das Zeug kaufe. Das Schöne ist bei den weißen und grauen Sachen, die sind fast alle BOE. Es gibt nur ganz, ganz wenige Nicht-BOE sind. Und dementsprechend habe ich jetzt so fast alles, was man so kaufen kann. Und ja, ich kann euch mal kurz, bevor wir jetzt auf die genauen Zahlen und Sachen eingehen, hier zeigen. Ich habe einen Scan gemacht mit Collectonator. Das ist quasi ein Add-on, was halt jede ID erfasst. Also nicht nur, wenn ich jetzt hier hingehen würde und sage, nur das gesammelte Zeug. Dann seht ihr, dann zeigt er hier nur eine Seite an. Wenn ich jetzt nur auf zum Beispiel Waffen gehe. Na gut, die kannst du nicht sammeln. Das sind irgendwie so andere Sachen. 1, 2, 3, 4, 5. Und auf Rüstung. 1, 2, achso, warte mal, da muss ich... nur verwendbar. Okay, jetzt haben wir auch Schilde und andere Sachen drin, ne? Komisch, aber es sind fast alles Ledersachen, ne? Doch, hier ist ein Schild. Naja, auf jeden Fall, hier sind wesentlich weniger drin, das wollte ich halt zeigen, als wenn man hier quasi mit dem Add-on scannt, weil er dann halt jede ID auch anzeigt, ne? Also auch wenn man das Aussehen schon hat, zeigt er einem trotzdem dann noch andere Items an, die dasselbe Aussehen haben, aber eine andere ID, um das geht's. Genau, und wenn ihr jetzt hier guckt, ne, da ist jetzt ein weißes Item, hier ist ein weißes, da sind es 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 weiße Items sind jetzt hier gerade noch im Auktionshaus, die ich kaufen kann. Alles andere habe ich. Es sind natürlich noch mehr, ne? Es ist nie auf einem Server alles drin, was noch fehlt. Auch bei den anderen Items ist es natürlich der Fall. Ich habe mir da schon so ein bisschen eine kleine Liste rausgeschrieben, was mir da noch fehlt. Viele Sachen sind auch tatsächlich removed Items, ne? Wenn wir jetzt hier gucken, das hier ist auch ein weißes Item, das es nicht mehr im Spiel gibt. Das hat es wahrscheinlich dann mal irgendwann gegeben. Gut, hier ist jetzt Kalendor. Ich vermute mal, das ist dann irgendwann mit Kataklysm rausgeflogen. Einer hat das halt noch eben auf der Bank gehabt oder immer mal wieder im Auktionshaus. Hier irgendwie Class Trial Set, was dann halt auch mit der Überarbeitung von den Class Trials rausgeflogen ist. Lauter so ein Zeug ist das, was es hier quasi Schönes gibt. Genau. So viel jetzt dazu. Ich habe mir da eine kleine Tabelle gemacht und ich musste die ein wenig verlängern, weil normalerweise ging das aus, dass quasi hier dann der Endbetrag ist nach 25, also ich habe jetzt hier noch Tagen, weil eigentlich wollte ich mal täglich scannen, aber mittlerweile hat sich das ja erledigt, ne? Und ja, wir können jetzt das mal so ein bisschen durchgehen, was ich ausgegeben habe. Was mich interessieren würde, ich habe das ja früher immer so gemacht, dass ich immer die einzelnen Scans gezeigt habe und dann direkt gezeigt, was ich gekauft habe. Dann war das aber halt immer ein riesen Zusammengekatte und das Video ist ellenlang geworden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr es so besser findet, dass ich es quasi das ganze Zeug über einen Monat, also das war jetzt über einen Monat, dass ich es mir gekauft habe, rausschreibe und euch dann quasi das Endergebnis zeige oder ob ich quasi jeden einzelnen Kauf oder jedes einzelne Scan zeige, was halt das Video, weiß ich nicht, ewig lang werden lässt. Weiß nicht, was euch lieber ist, ob ihr, naja. Schreibt mir es einfach rein, würde mich auf jeden Fall interessieren. Jetzt machen wir das aber jetzt mal so, weil die anderen Sachen habe ich nicht aufgenommen. Gut, ich habe insgesamt ausgegeben für graue Items 663.000. Wie gesagt, am Ende habe ich halt auch Items für 20, 30k gekauft. Heißt, wenn du da kaufst 10 Items für 20k, dann bist du, hast du schon 200 Gold zusammen. Also da die ersten, ne, ich habe jetzt quasi den kompletten Monat jeden Tag gescannt. Und zwar am Anfang auf 8 Servern, am Ende sogar auf 10 Servern. Ich habe mir dann noch auf Eredar und Raven's Crest, glaube ich, jeweils noch einen Char erstellt. Das sind zwei sehr große englische Server. Und auf Kazakh, was auch ein großer englischer Server ist, habe ich auch noch ein paar Chars, mittlerweile auch Testchars, weil man da einfach meistens Zeug findet. Ne? Teilweise, ich habe kleine Server, wo ich scanne und da sind nur 20, 30 Items drin, die mir nur insgesamt noch fehlen. Und jetzt hier wie ein großer Server wie Blackmoor sind es jetzt noch 75, waren es, glaube ich. Ich glaube, am meisten war es auf Draenor oder Kazakh, da waren es irgendwas um die 90. Aber mehr ist es eigentlich nicht mehr. Ne? Also das sind die grauen Items und die grünen, beziehungsweise oder halt, ne, halt alle Items, die es gibt, von grau bis episch quasi. Genau. Also dementsprechend insgesamt
663.000 nur für die weißen Items, was einiges ist. Ich kann euch ja nochmal kurz was zeigen. Hier, ich habe ja meine Liste, ne, was ich so noch brauche. Und jetzt habe ich hier mal die paar Items rausgeschrieben, die ich noch brauche an weißen Items und grauen. Ich habe da zwei quasi, zwei getrennte Blöcke. Der erste Block sind Items, die man im Game noch kriegen kann. Das sind insgesamt 10, ne? 61 bis 70, also 10 Stück. Und das sind die Items, die removed wurden, die ich im Auktionshaus gefunden habe. Ne? Die Aufzählung ist bei beiden natürlich nicht abgeschlossen, weil das, wie gesagt, ich habe auf 10 Servern gescannt, das waren teilweise die relativ großen, wo viel Sachen drauf sind, aber es gibt bestimmt noch mehr Items, die ich halt einfach, die einfach nirgends im Auktionshaus waren. Ne? Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ich da noch ein paar mehr finde. Und ja, und das sind nochmal 19 Items, also weiße und graue Items, die ich aktuell in irgendwelchen Auktionshäusern gefunden habe, die ich noch brauche, sind es 29, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ist nicht viel, wenn wir überlegen, dass das am Anfang 3.000, 4.000 weiße Items waren, die insgesamt gefehlt haben, als die ja implementiert wurden, und ich habe mir jetzt die allermeisten tatsächlich geholt, also das sieht schon ganz gut aus. Genau. Aber jetzt wisst ihr, wo das Gold reingeflossen ist. Dann für Kirschner habe ich 7.000 ausgegeben. Das sind immer die Kirschner-Quests, wo ich ein bisschen was für brauche. Schneider dasselbige, waren 4.000. Dann habe ich mir ein paar Rezepte gekauft. Die waren, glaube ich, alle für Schneider. Hier eins für 35.000, eins für 49.000, eins für 99.000. Einfach, um noch hier ein paar mehr Rezepte zusammen zu bekommen. Und dann Bergbau Kräuterkunde, auch wieder für diese Berufsquest 4.000 ausgegeben, beim VZ 7.000, beim Alchi 8.000, beim Juve 13.000. Teilweise habe ich mir auch Gear-Teile gebaut, um die Skillpunkte zu kriegen. Ne? Also das spielt da auch mit rein. Dieser Erstherstellungsbonus, dafür habe ich auch natürlich immer Gold ausgegeben, weil ich ja versuche, diese kompletten Skillpunkte voll zu kriegen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, von was ich rede, ich spreche nicht von den Skillpunkten um den Beruf quasi hier auf Max zu kriegen, die habe ich eh schon alle auf Max, sondern um quasi diese kompletten Sachen hier auszuskillen. Und da gibt es ja dann immer diesen Erstherstellungsbonus. Jetzt machen wir das mal hier, zum Beispiel da. Wenn ich das herstelle, kriege ich halt einen Skillpunkt, was ich da wieder reinsetzen kann. Und dann bei den meisten Chars, jetzt wie zum Beispiel hier bei Lederer, kriege ich das halt nur noch, wenn ich diese Epic-Teile herstelle. Und das kostet halt immer ein bisschen was an Gold. Gut, dass diese Kettensachen sind jetzt tatsächlich alle relativ günstig. Aber ja, das summiert sich trotzdem ein bisschen zusammen und da rühren halt auch einige von diesen Beträgen her. Beim Inji habe ich richtig viel Zeug craften müssen, da habe ich 72.000 reingebastelt. Da gibt es aber auch Rezepte, die procken, wenn du andere Sachen herstellst. Und ich habe so Brillen, glaube ich 100 Brillen hergestellt, um diese ganzen Sachen geprockt zu kriegen und einen Haufen anderes Zeug. Also Inji war relativ teuer. Dann habe ich mir letztens noch ein Rezept gekauft, 50.000 Gold, was heißt letztes, war es glaube ich sogar heute. Das war immer so bei ein bisschen über 100, das habe ich immer ein bisschen abgewartet und dachte, na komm, das wird noch günstiger, das sind 7 Stück im MH. Meistens, wenn es einer nur MH hat, dann hält er seinen Preis, ne? Wenn sich die gegenseitig immer unterbieten, und dann merkst du schon, okay, das wird jetzt dann bald droppen. Hat irgendeiner das für 80.000 reingestellt, der nächste für 50 und dann immer zugeschlagen, genau. Das war noch ein Inji-Rezept, was mir gefehlt hat, so eine Flinte, die habe ich dann auch gleich wieder hergestellt, dass ich auch das T-Mock habe, ne? Und ja, Schmied, Lederer sind es auch nochmal 30.000. Da habe ich mit meinem Twink relativ viele Gear-Items mir gecraftet lassen, um halt auch wieder den Erstherstellungsbonus zu kriegen. Genau, also das sind jetzt bis hierhin die Beträge. Und dann, jetzt scrollen wir ein bisschen hoch, kommen sehr viele T-Mock-Items. Und zwar, ihr seht, das Item ist jetzt Armschienen, das Abyssal irgendwas. Das ist aus Eternal Palace Mythic, ne? Eternal Palace LFR und so weiter, ne? Das ist, glaube ich, hier auch, das heißt ja genauso, ich glaube, das war aus dem HC, ich habe es jetzt nicht überall dazu geschrieben, aber dass ihr so einen, so einen Überblick kriegt. Ich habe die Sachen gekauft für bis zu maximal 45.000, wie ihr seht, und das sind eigentlich alles alte Raid-Items, ne? Also Eternal Palace, Uldir, SOD ist der Sylvanas Raid, ich bin gerade überlegen, wie heißt das nochmal ausgeschrieben? Das O steht für Of Domination und das S steht für Sanctum. Sanctum of the Domination. Genau, jetzt bringe ich es zusammen. ohne Spaß. Ich sage hier immer, ich weiß, dass das der Sylvanas Raid ist, aber ich kann mir den Namen nicht merken, ums Verrecken nicht. Genau, Hochfels habe ich mir was gekauft, Nasphere wieder, Eternal Palace, Blackrock Foundry tatsächlich, glaube ich, das letzte Teil aus der Instanz. Und HM ist, glaube ich, Highmall, ne?
Und ja, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 Items aus diesen alten Raids zusammen. Zwischen 30 und 45k sind tatsächlich für die Items sogar halbwegs günstig. Oft sind die wesentlich teurer drin. Warum habe ich diesmal so viele gekauft? Wie gesagt, ich habe ja halt jetzt wirklich jeden Tag auf 8 bis 10 Servern gescannt, ne? Und dann findet man halt solche Sachen und eigentlich wollte ich nur die grauen Items holen, ne? Das war eigentlich der Hintergrund, aber wenn ich halt eh schon scanne und da Sachen sehe, die halbwegs günstig im Verhältnis sind, dann nehme ich die natürlich mit, ne? Wäre ja dumm, wenn ich es nicht mache. Es kostet auch tatsächlich relativ viel Zeit, die ganzen Server zu scannen, da man ja immer eine Viertelstunde warten muss zwischendrin und dann kannst du irgendwie auch nichts Sinniges anfangen in der Viertelstunde, dann wartest du halt, ne? Das Gute ist, mittlerweile habe ich 4 Accounts laufen, dann kann ich immer viel parallel machen, da geht es dann schon. Trotzdem ist es nervig, das jeden Tag zu machen, kostet echt ein bisschen Zeit. Genau, ich kann euch jetzt auch mal kurz zeigen, wo ich da bei den ganzen Dungeons stehe. Und zwar scrollen wir mal ein bisschen hoch. Da habe ich ja meine komplette Liste, was mir noch quasi fehlt aus den verschiedenen Expansions. Und wenn ihr seht, das eine sind hier alles Classic-Sachen, ne? Von Gnomeregan, UBS, Scarlet Monastery und wie sie alle heißen. In WoD, also das ist Classic. Burning Crusade, Cutter, Wattle und wie sie alle heißen, die Expansion brauche ich alle nichts. Da habe ich komplett die BOE-Sachen. Das nächste ist erst wieder in quasi Warlords of Draenor. Und das ist jetzt noch ein einziges Item in Highmoor quasi. Das war's. Sonst habe ich alle BOEs da. Und dann ist das nächste, die nächste Expansion hier Legion. Da fehlen mir noch zwei TOS-Items, beziehungsweise gut, das ist Normal. Und da brauche ich LFR und HC noch. Und dann Taurus brauche ich noch ein Item aus dem Normal. Dann bin ich da. Legion ist auch schon sehr abgegrast. Und hier jetzt in Shadowlands wird es auch langsam weniger. Das ist hier. Ah, ne, das ist nicht Shadowlands, das ist BFA, sorry. Pardon. BFA wird es jetzt auch langsam weniger. Eins aus dem LFR, aus Uldia noch, ein paar aus Eternal Palace, ein paar aus Nyalotha. Sieht jetzt nach schon ein bisschen mehr noch aus, aber wenn ihr vergleicht, wie viele Items es ursprünglich waren, wird es langsam weniger tatsächlich. Und hier unten, ne, sind es dann auch noch einige Items aus den Shadowlands Raids, wird aber auch langsam weniger, ne, so nach und nach kriege ich da den Stuff. Das Schöne ist, mittlerweile kann ich die halt auch auf anderen Servern kaufen, denn die Testchars sind jetzt nicht mehr auf Stufe 50, sondern auf Stufe 60. Heißt, ich kann auch diese Sachen mit Testchars lernen, was eine nette Angelegenheit ist. Solltet ihr sowas auch machen, Achtung, niemals das Gold auf den Testchar schicken, weil Blizzard hat eins geändert, Testchars können nichts mehr machen. Testchars können keinen Post mehr verschicken. Ihr könnt das Gold, kriegt ihr nie wieder von dem Char weg. Ihr könnt Gold empfangen, ihr könnt Items empfangen, aber solange ihr den Char nicht aufwertet, also da Geld reinsteckt, könnt ihr da nichts mehr runterkriegen. Ihr könnt nichts im Auktionshaus kaufen, ihr könnt nichts auf die Bank packen. Sobald ihr da einmal Gold hinschickt, könnt ihr mit diesem Gold nichts mehr machen, außer euch bei einem Händler ein Item kaufen, das ihr aber dann auch nicht wegschicken könnt, ja? Also im Endeffekt, wenn ihr auf einen Testchar Gold schickt, ist das Gold Fujikato. Ihr könnt ja nichts mehr machen mit dem Gold. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht, ich mache mir immer einen Level 1er Char, schick auf dem das Gold oder mach halt Auktionshausgeschäft, dass ich von Server A das zu Server B kriege. Das habe ich ja schon mal erklärt, wie das funktioniert. Und auf diesem Testchar kaufe ich dann über das Auktionshaus die Items. Nicht den Testchar, auf den Level 1 Char kaufe ich diese Items quasi. Schick sie zu dem Testchar und auf dem Testchar lerne ich die. Weil den Sachen empfangen können sie, aber ich krieg's halt immer weg. Aber das Item, wenn ich das dann quasi zu dem Testchar hinschicke, dann ist es ja egal, ob das da weggeht oder nicht. Das lerne ich eh, um das T-Mog zu lernen. Und dann ist das quasi auf dem Account. Und dann könnt ihr den Char auch wieder löschen. Genau, so viel dazu. Die Sachen aus Dragonflight habe ich jetzt hier tatsächlich nur nicht eingetragen. Hat den Hintergrund, die Liste ist eigentlich bloß dafür da, dass ich auf anderen Servern auch mal suchen kann. Und da die Items ja Minimum Stufe 70 beanspruchen und ich jetzt nicht auf irgendeinen Server mir einen 70er Char machen kann, ist das hinfällig, aber die werden hier, denke ich mal, noch eingepflegt. Ne? Mir fehlen jetzt insgesamt noch Sachen, die in-game sind. 64, wie ihr seht. Hier aus Wattle ist übrigens auch ein Item rausgeflogen. Das sind die World Drops. Ne? Ich brauche nur einen WoD World Drop, zwei Wattle World Drops und hier noch ein paar andere Sachen aus Schließkassetten bzw. Angeln. Und wo hatte ich das jetzt? Genau, ich habe mir nämlich auch hier so einen Schlägel gekauft für 80k Wattle World Drop. Ist günstig. Wattle World Drops sind absolut saumäßig teuer, teilweise mehrere Millionen. Und weil die so selten sind. Und für 80k, da kannst du nichts sagen. Das ist wie ein removedes Item quasi. So werte ich das. Genau. Und ja, klar, was ich ja trotzdem noch habe, sind hier unten dann die ganzen removeden Sachen. Das sind tatsächlich nur einige. Aber wie gesagt,
die kannst du nicht mehr kriegen und zum Teil sind die auch gar nirgends, also auf keinem Server im Auktionshaus, aber theoretisch, dass ich danach suchen könnte, habe ich sie da nochmal mit in der Tabelle und das sind tatsächlich nur einige. Aber in-game wird es langsam weniger und sieht eigentlich nicht so verkehrt aus. Genau, was haben wir jetzt overall ausgegeben? Ja, da ich jetzt halt, wie gesagt, jeden Tag gescannt habe, ist schon einiges zusammengekommen. Ich habe ausgegeben 1.794.000, das ist für das Themakzeug und ein bisschen Rezepte und so schon echt einiges, aber wie gesagt, war jetzt ein Monat und ja, die Zeit hat sich auf jeden Fall gelohnt, viele günstige Items bekommen und die Sammlung wird dadurch einfach noch ein bisschen mehr tatsächlich. Gut, da sind wir am Ende von dem Ganzen. Schreibt mir gerne eure Gedanken mit in die Kommentare und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.